Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rebellinbox von Lina. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rebellin von Lina, so sieht das Ganze aus. Die Box heute am 9. November erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten wir schneiden hier seitlich mal in diesen Spalt. Das Ganze ist von der Optik schon mal sehr besonders, denn nicht nur, dass das Ganze hier so in rosa pink ist, nein, wir haben hier auch so eine Banderole, so eine Papierschleife drumherum. So sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Ja, relativ unübliches Unboxing, da ich ja sonst hauptsächlich Deutschrap-Unboxings vorstelle. Aber diese Box wurde sich so oft gewünscht und ich wurde so unendlich oft auf diese Box angesprochen, dass ich sie euch natürlich gerne vorstelle. Also wir haben hier eine hellrosa Box und das Spannende ist, das Ganze, sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen, ist in so einer Stoff, in so einer Samtoptik oder in so einer Samtgestaltung, nicht nur Optik, sondern man fühlt es auch, also es ist echt wie diesem Couchbezug oder so, echt sehr schön das Ganze anzugreifen. Lina Rebellin lesen wir hier. Diese Banderole zieht sich dann hier rundum. In Rot und Weiß kann man dann natürlich hier abstreifen. Machen wir mal zur Seite. Und dann haben wir hier hinten auch nochmals Lina in goldener Schrift. Sehr schön gemacht. So, das Ganze eine Klappbox, soweit ich das beurteilen kann. Jawohl. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein paar Socken. Dann haben wir so eine Schminktasche bzw. Kulturbeutel. Die Karaoke-CD. Ein, zwei kleine quadratische Sticker. Das dürfte wohl eine Autogrammkarte sein. Dazu kommen wir noch. Einmal das Textbuch bzw. Songbook. Ein Poster. Was haben wir hier? Okay, also sowas zum Auffalten. Einen Bleistift und natürlich das Album an sich. Von innen die Box glatt weiß. Wir haben hier so einen Einleger, der das Album entsprechend fixiert hat. Dieser ist in die Box eingeklebt. Das mal zur Seite. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Folie eingeschweißt sind, werden wir die alle mal aus der Folie befreien. Und zwar haben wir hier einmal die Socken. Den Stift mal zur Seite. Dann haben wir natürlich das Album. So. Dann haben wir die Karaoke-CD, also echt jeder oder nahezu jeder Boxinhalt hier in Folie verpackt. Dann nicht so einfach das hier zu öffnen, so, aber jetzt. Dann haben wir diesen Kulturbeutel bzw. dieses kleine Täschchen hier. Und dann haben wir noch das Buch ebenfalls in Folie. Am besten wahrscheinlich einfach hier. So, ich hoffe, wir haben es jetzt geschafft. Damit wäre das ganze Plastik mal beseitigt. Und wie immer starten wir natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also Rebellin, es ist das dritte Album von Lina. Das erste Album Official im Jahr 2016 erschienen, dann 2017 Ego und jetzt 2018 ist es an der Zeit für Rebellin, wobei man hier das erste E zu einer 3 umfunktioniert hat, beziehungsweise die 3 zu einem E umfunktioniert hat, so wäre es richtig. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier oben lesen wir eben Rebellin mit dem Dreier und hier rechts unten lesen wir dann Lina und eben diese haben wir dann auch hier abgebildet. In so einem rosa Licht. Standard Jewel Case hier mit so einem pinken, so einem rosa
Seitenstreifen. Hier auf der Seite lesen wir ebenfalls nochmal Lina Rebellin. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 15 Tracks an der Zahl, keinerlei Features. Und dann haben wir hier unten noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier einerseits mal einen Einleger zum Lina Merch Shop. Den kann man unter dieser Internetadresse finden. Und dann haben wir hier die Tourdaten für die Tour 2019. Also, falls euch das interessiert, hier könnt ihr Lina live sehen. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. Und zwar haben wir hier die gute Frau abgebildet. Dann haben wir hier eine Danksagung. Könnt ihr euch gerne das Video anhalten und im Detail durchlesen. Dann haben wir hier einzelne Texte. Also hier in dem Fall von dem Track Rebellen, Wort für Wort abgetippt. Rechts weitere Fotoaufnahmen. Und dieses Design zieht jetzt wirklich durch und durch. Also wir haben hier wirklich im Booklet jeden Track abgetippt, Wort für Wort. Da kann man gut mitsingen oder, falls man mal das irgendwie nicht verstehen sollte, nachlesen. Jawohl. Also ihr seht schon, jede Menge Text und das Ganze immer unterlegt mit Fotografien und pink-weißem Artwork. Schön gemacht. Gut, hier zum Abschluss dann nochmal die Credits zu den einzelnen Tracks. Wer hat das Ganze produziert, wer hat das Ganze geschrieben etc. Wer war da beteiligt? Okay, gut. Dann machen wir das Booklet mal wieder rein. Ebenfalls diesen Merch-Flyer, diesen zusätzlichen Einleger. Die CD sieht so aus, Lina Rebellin, jawohl, und auf der Rückseite auch nochmals Lina hier abgebildet in Pink. So, aber damit nicht genug, wir haben zusätzlich zum Album auch nochmal eine Karaoke-CD, also so, wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich hierbei um die Instrumentals, bedeutet, ihr habt hier wirklich nur die Beats, also nur die Musik auf dieser CD drauf und könnt da dann natürlich selbst mitsingen auf dieser Musik, entsprechend mitsingen und dann, wenn ich es wieder reinbekomme, jawohl, haben wir hier auch nochmal die Tracklist, 15 Stück an der Zahl und dann haben wir hier rechts auch nochmal eine DVD und zwar lesen wir hier Fan von dir Tour 2018. Also wir haben hier die Live-DVD von ihrem Konzert oder eines Konzerts von ihr 2018. Hier haben wir die Tracklist. Hier sind auch nochmal jede Menge Tracks mit dabei, die man sich hier dann nochmal live ansehen kann. So sieht das aus. Also das Ganze ist so ein beidseitiges Cover, Lina DVD und hier eben die Karaoke, die Instrumental-CD. Das Ganze in so einem Digipack. Gut, dann haben wir mit dabei einmal die Socken, und zwar sind diese 86% Baumwolle, 12% Polyamid und 2% Elastan, made in EU, Waschhinweise. Und diese Säckchen sind in rosa, beziehungsweise in pink und rot gehalten, sieht so aus. Und oben haben wir dann noch in schwarz den Schriftzug Rebellin, in diesem Fall allerdings ohne der 3, sondern wirklich mit E's, mit zwei E's. So sehen die aus. Gerade jetzt passend für den Herbst bzw. Winter, dickere Socken, gefütterte Socken, um durch die kalte Jahreszeit durchzukommen. Dann haben wir einen Bleistift mit dabei und zwar ist dieser Gold und Pink. Der Stift in Gold mit pinkem Aufdruck, mit rosa Aufdruck. Und zwar lesen wir hier auch, hier lesen wir nicht Rebellin, sondern hier lesen wir Leben am Limit. Okay. Also ein schöner Bleistift in Gold gehalten mit rosa Aufdruck. Dieser natürlich dann in Kombination mit diesem Buch wahrscheinlich am sinnvollsten. Hier lesen wir Linas Songbook, das Ganze ebenfalls in Gold. Und auch hier wieder diese pinke Samtoptik. Also das Ganze fühlt sich auch entsprechend gut an, wie auch schon die Box. Dann schauen wir mal hinein. Also hier kann man dann beschriften, wem dieses Buch gehört. Und dann haben wir hier zusätzlich zum Booklet, was wir ja schon gesehen haben, auch nochmal die ganzen Texte abgedruckt. So sieht das aus. Also wirklich
Track für Track hier mit drin. Das Ganze auch hier wieder unterlegt mit diversen Fotos. Jede Menge Text. Also es sieht echt aus, als wäre das irgendwie handschriftlich von Lina hier abgedruckt. Schöne Handschrift auf jeden Fall. So sieht das aus. Und wenn wir dann die Texte durchgeblättert haben, jawohl, hier, also circa nach einem Drittel des Buches, beginnt dann das, die leeren Seiten, die karierten Seiten. Und das könnt ihr natürlich dann nutzen, wie ihr wollt. Ob ihr da jetzt irgendwie ein Tagebuch draus macht oder irgendwie einen Planer oder irgendwelche Aufgaben reinschreibt, was auch immer, ist natürlich euch freigestellt. Ich schaue nochmal auf die letzten Seiten, ob wir hier noch was haben. Game Over lesen wir hier. Okay, also ein schönes rosanes Buch. Songbook nennt sich das Ganze, aber ist natürlich auch für euch als Notizbuch zu verwenden. Dann haben wir mit dabei eine Karte im Hochformat, und zwar so eine Hologrammkarte. Und was besonders spannend ist, nicht nur, dass sich hier die Pose und das Gesicht der guten Frau ändert, nein, wir haben hier dann auch noch einen Schriftzug bzw. mehr oder weniger ein Autogramm. So was habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also echt heftig gemacht, wie sich das hier bewegt. Und auch wie dieser Schriftzug hier zum Vorschein kommt. Dann haben wir mit dabei, wenn auch sehr klein, zwei Sticker. Diese sind quadratisch in Weiß und Pink natürlich gehalten. Einmal hier Hashtag Leben am Limit und einmal hier Lina abgebildet. Wie gesagt, beide Sticker quadratisch. Dann ist mit dabei eine Tasche, so eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Barttasche oder so eine Schminktasche. Auch hier wieder diese rosa Samtoptik. Und das Ganze dann hier mit einem goldenen Lina-Schriftzug, mit so einem goldenen, ja, so einer goldenen Marke hier. Und dann haben wir hier noch einen goldenen Reißverschluss, dieser hier beschriftet mit XOXO, Rückseite blank. Und so sieht das Ganze von innen aus. Also auch von innen hier in diesem blassrosa, in diesem Pink gestaltet. Wir haben hier dann noch einen Reißverschluss, also hier noch ein zusätzliches Fach, das man hier dann entsprechend nutzen kann für kleinere Sachen. Und was haben wir hier? 100% Polyester und Made in China. So sieht das Ganze aus. Gut, dann haben wir mit dabei ein Poster, das dürfte recht groß sein, jawohl, also das dürfte Format A1 sein, wenn ich mich nicht täusche. Lina lesen wir unten und genau diese haben wir dann auch hier wieder abgedruckt und hier oben lesen wir dann noch Rebellin, auch hier wieder in Pink und Weiß und auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls ein Poster im Hochformat. Und hier haben wir Lina in einem anderen Foto oder von einem anderen Design. Allerdings hier keine Schrift mit dabei, nur hier im Hintergrund ganz blass Lina zu lesen. Also, das Poster beidseitig bedruckt, je nachdem für welche Seite ihr euch entscheidet. Aber es sind beide Seiten im Hochformat gestaltet. Und dann haben wir noch diesen merkwürdigen Boxinhalt, den ich nicht so ganz einordnen kann. Und zwar lesen wir hier: Du bist mein Mount Everest. Und das Ganze kann man dann entsprechend so zusammenfalten und dann als, ja, ich würde das mal als, am ersten irgendwie so als Krone deuten. Also man kann dieses Stück hier dann entsprechend hier reinstecken und dann sieht das Ganze dann so aus. Ja, je nachdem, ob man das irgendwie als Krone aufsetzt oder vielleicht einfach so auf dem Tisch stehen lässt. Vielleicht habt ihr da mehr Infos bzw. Ideen, seid ihr kreativer, wofür man das Ganze einsetzen kann. Ist eben so ein weißer Faltbogen mit rosa Schrift drauf. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser Falte, dieser Bastelbogen in rosa und weiß. Dann dieses Schminktäschchen, ebenfalls in rosa. Dann das Poster, beidseitig bedruckt im Hochformat. Diese Wackelkarte hier mit Unterschrift. Die beiden Sticker quadratisch. Das Song- bzw. Notizbuch. Die Instrumentals zum Album, die Karaoke-CD und natürlich die DVD der Fan von dir Tour 2018.
Dann dieser goldene Bleistift hier, Leben am Limit Schriftzug in rosa mit dabei. Das Paar Socken, hoppala, das Paar Socken in pink und rot. Und natürlich das Album an sich, Rebellin, mit insgesamt 15 Tracks. Ja, jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box Rebellin von Lina. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lina unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.